Oh Gott. Seher des schwarzen Ringes. Oh Mann, warum denn so viele? Okay, dann blubbern wir noch Mana trinken. Ach, einen Offizier haben wir auch wieder, ne? Also ich springe übrigens rein prophylaktisch, nur für den Fall, dass er die tolle Idee kommen sollte, ranzuschauen. Das war's dann wohl mit der Zauberei. Oh, jetzt wird er auch noch geheilt. Oh, wie lange wird er denn? Hallo? Ja, ich sterbe dann auch, weil er nämlich Ewigkeiten lang geheilt wird. Oder war das ein Heiltrank? Ich brauche stärkere Mana-Tränke, Leute. Oder warum hau ich mir eigentlich nicht... Ich bin immer wieder sehr intim. Warum hau ich mir nicht einfach einen Regenerationstrank rein, wenn ich beides, low habe? Macht doch viel mehr Sinn. Na, guck mal hier, so die 6 ist mein Freund und Helfer. Zack. Der heilt auch viel mehr, der Regenerationstrank, muss man dazu sagen. So. Ach, das sind sogar 3. Hui. Aber eigentlich gefährlich ist erstmal nur der Offizier. Der, ich denke mal, der hat einen Heiltrank dabei. Also nicht ich, das ist eigentlich. Achso, der Feuerball trifft ja immer. Ja, gut. Das ist so oft. Oh, es ist eigentlich gerade ziemlich dumm von mir, die Feuerbälle, die Dinger hier rauszuholen. Ich kann nicht. Ja, ist kein Problem. Das war's dann wohl mit der Zauberei. Oh ja. Ich kann nicht. Oder komm aus dem Höllentor jetzt unendlich mehr raus bis. Oh, jetzt heilen die sich. Können sie auch rein? Warum kann ich mich nicht heilen? Ich würde das gerne skillen. Dann müsste ich nur noch Mana-Tränke kaufen. Oder vielleicht ein paar Heiltränke noch für den Kampf. Alter. Junge. Aus der Entfernung ist echt nicht schlecht. Okay, ich versuche es jetzt noch einmal. Wenn da noch eine Welle rauskommt, dann reicht mir das lange. Weil irgendwann geben wir auch die Pots los. Na. Okay, gut. Alles. Aua, aua, aua. Das kann sehr, sehr, sehr lange dauern. Na, wer hat's erkannt? Alter, was kann der denn alles? Ich versuch's mal mit einem direkten Nahkampf und hoffen, dass ich da. Obwohl, warte mal, ein direkter Nahkampf ist noch gar nicht notwendig. Noch nicht. Also, es ist auf jeden Fall ein Fortschritt zu erkennen. Ich denke mal, irgendwann ist hier auch Schluss mit den Viechern, die hier kommen können. Noch nicht. Ich könnte ja noch einen Gnadenlosen. Ich kann nicht. Boah, jetzt bin ich gefiert oder was? Boah, ich krieg. Ich glaube, er fürchtet den Nahkampf der Hölle. Ja, wenn er das jetzt nochmal macht, dann ist sie aus, ja. Alia ist immun gegen Furcht. Jawoll, das Höllentor ist auch kaputt. Gesegnete Veredelung des Schadens. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Warum bin ich eigentlich immun gegen Furcht? Na egal. Ja, dann haben wir ja die Präsenz des schwarzen Ringes in dieser Welt ein bisschen gedämpft. Ich schätze mal, dass da oben ist ein Dot, der hat dann auch mal auf. Oh, was war das denn gerade? Dann speichere ich mal richtig ab. Ich fühle mich gerade so ein bisschen alleine ohne mein Vieh. Und wo ist eigentlich die Musik hin? Keine das Musik. Das war's dann wohl mit der Zauberei. Ach, das kostet Mana? Ups. Na, vielleicht wenn ich 100 habe, reicht's dann? Das hab ich noch gar nicht so realisiert, dass das Mana kostet, so ein Vieh zu beschwören. Ich achte da nie drauf. Erwache, mein Tierchen. Ah, es kostet genau 100 Mana. Okay, gut. Wie kommen wir jetzt rein? Ich würde mal sagen, durchs Bodenportal. Also, Portal ist jetzt... Also, ein Portal ist übrigens ursprünglich eine Tür gewesen. Das Portale irgendwie in aktueller Spielliteratur, bla, meistens so irgendwelche lustigen, meist dunkellilanen, wenn nicht blauen Kreise sind, durch die man durchrennt, dann ist man woanders, dann ist so Stargate-mäßig, dann, das ist zwar in einer neueren Dings so, aber ursprünglich war so ein Portal eigentlich, also zum Beispiel eine Kirche hat ein Portal. Hey, ihr, schnell, weg von der Mine! Warum soll keiner? Sprengen das Tor, weg! Was? Warum sprengt ihr denn das Tor? Wie soll ich denn jetzt reinkommen? Ich schätze mal, die haben Probleme, aber die Vögel zwitschern wieder, ist ja schön. Aber immer noch keine Musik. Die fehlt mir so. Ich muss mal wieder wechseln. Ihr Narren! Denkt ihr bloß, der Stein kann den schwarzen Ring aufhalten? Unser Dämonenanführer Baal ist hier und wird das Siegel für den Verdammten finden. Und jetzt werdet ihr dreisten Schwachköpfe den Zorn des Rings zu spüren bekommen.
Göttlicher, erbarme dich unser. Der schwarze Ring ist überall. Weg hier, wenn euch euer Leben lieb ist. Kein normaler Sterblicher hat gegen diese Brut aus der Mine eine Chance. Ich weiß es nicht, aber Gildemeister Wilhelm vielleicht. Leider war er im Hauptgebäude, als wir angegriffen wurden und ist wahrscheinlich tot. Ja, nicht so schlimm, ich kann mit Toten reden. Gedanken lesen? Oh, 102 XP, okay. Die Mine wurde angegriffen und meine geheime Rente ist weg. Außer sie finden nicht die versteckte Wand im kleinen Büro. Nein, ich muss fliehen oder ich werde sterben. Okay. Macht, was ihr wollt. Wenn ihr dabei Wilhelm retten könnt, umso besser. Aber werft mir später nicht vor, ich hätte euch nicht gewarnt. Ich verschwinde jetzt und bleibe erst wieder stehen, wenn ich einer Garnison Champions über den Weg laufe. Das ist der nächste Punkt, den ich nicht verstanden habe. Warum die Champions heißen? Kann ich mich jetzt immer noch mal bewegen, oder? Habe ich mich jetzt genial verbuggt? Nein, doch nicht. Ihr kommt nicht gegen... Was? Ihr kommt noch nicht gegen die Elite des Schwarzen Ringes. Geht, wenn ihr nicht hier und jetzt dann... Geht, wenn ihr nicht hier und jetzt mir den Sieg schenken sollt. Ich quicksave mal und probier's trotzdem. Ach so, da muss ich wahrscheinlich erstmal Drache sein. Oh, Soldaten. Wie viel sind denn das? Haut ab. Also, das Wegspringen und... Wegspringen ist bis jetzt eine abrupte Kampftaktik. Rennen die gar nicht hinterher? Was machen die denn da? Die zaubern sich da einen ab? Also der Knochenbeschwörer macht bekannterweise null Schaden. Aber was macht er denn da? Ach so, das ist wieder dieses Randcharge. Ja, der Bogen ist ja immer mein bester Freund und Helfer. Also, gegen so Einzelziele, vor denen ich wegrennen kann, finde ich den Bogen ja persönlich schön. Also was kämpft er da? Ja, der macht eh keinen Schaden. Da kann ich auch schön stehen bleiben. Magierüstung sei Dank. Die ist echt so, was sie gebrauchen. Ach komm, da hinten ist noch einer. Also wenn die immer nur alle einzeln kommen, ist das natürlich top. Da kann ich ja einen nach dem anderen rausnehmen. Da kann ich mich mal treffen lassen. Die Schaden tanke ich weg. Kein Problem. Ah, scheiße, aber ich glaube, jetzt kommen sie alle, oder? Was sind die da überhaupt? Die haben so ein Leuchte. Hä? Was ist da los? Wie? Gegen den komme ich nicht an. Ach, das sind die. Ja, der ist down, wa? Ach, das sind die Minenarbeiter. Ach so. Ja, Daedalus war jetzt auch nicht so der härteste, wenn er jetzt... Wenn das alles ist, was er zu bieten hatte, dann war der jetzt echt ein bisschen schwach. Aber diese Hinweismeldung stört mich jetzt ein bisschen, weil das impliziert ja irgendwie, dass ich schon viel früher hätte im Maxus-Tempel einreiten müssen, um mal Drache zu werden, dass ich das irgendwie jetzt vergessen habe. Habe ich den irgendwie übersehen, den Tempel? Oder war das die komische Ruine ganz am Anfang? Und ich renne hier die ganze Zeit rum, wundere mich um... Die Gefangenen bald in die Sklavenlager von Yutul-Gor abtransportieren. Warum transportiert man sie so weit, anstatt sie einfach zu töten? Die Grünhäute sind doch eh viel bessere Sklaven. Unser verdammter Orks, Lord will für den Bau seiner fliegenden Festungen alle Hände und Klauen, die wir kriegen können. Und seinen Anweisungen ist Folge zu leisten. Wenn du damit andeuten willst, dass ich Damir nicht gehorchen würde, spielen wir versteck den Dolch in deiner Kehle und ich sorge dafür, dass du gewinnst. Ach, halt die Klappe und lass uns Karten spielen. Der Gewinner kriegt das Mädchen von oben. Sie hat die größten... Hey, ein Eindringling! Hallo! Die funkelnden Augen gehören mir. Ich werde dir ja einen aufzufunkeln, wenn ich tot bin. Ah. Was? Level 27, Alter. Nee, Freunde der Nacht. Level 27, hier kann ich leider nicht besiegen. Also Bogenschützen des Schwarzen Ringes, die durch Wände schießen können, gegen die habe ich Chancen. Aber nicht gegen Level 27 Typen, also. Oder Daedalus war ja vielleicht eine Geschichte. Oder Daedalus? Keine Ahnung. Aber, ne, beim Besten bin ich auch mal, ich kann auch rumrennen, fällt mir gerade auf. Ich wollte ja eigentlich gucken, ob der was Tolles liegen lassen hat. Also, ich sehe von hier, dass er keinen Loot hat, aber vielleicht ist er nicht. Ich muss ein Heilmittel finden. Gift bringt mich um. Unlogisch, dass ich ja durchschießen können. Ich kann da wahrscheinlich nicht durchrennen. Vermute ich mal ganz stark. Jetzt tankt mein Fieder oder was? Ne, super. Also hier bin ich auf jeden Fall auch schon mal falsch. Ist ja schön. Gibt es überhaupt einen Ort, wo ich richtig... Ne, warte mal, der stand doch da oben, ne? Moment. Level 27, Alter, wie lange... Wie lange soll ich denn hier noch im Trümmertal bleiben? Oder ich würde ja gerne mal eine richtige Stadt sehen. Ich weiß gar nicht, ob meine Tier sowas liefert. Aber zumindest würde ich mich gerne mal im Drachen verwandeln. Das wäre mir echt lieb.
Oder ich muss mal kurz was auf dem Haupteingang für mich. Ich muss mal kurz was checken. Nee. Ich dachte ja, ich habe ja kurz befürchtet, dass das hier der scheiß Maxus-Tempel ist und ich das irgendwie verplant habe. So, okay. Ach, das ist der Maxus-Tempel. Das ist hier direkt angeschrieben. Okay, gut. Dann muss ich da irgendwie durchkommen. Na gut, okay. Hier ist nichts mehr. Dann hau ich hier wieder ab. Mann. Quick Save. Alter, 100 Schaden hat er mit einem Schlag gemacht. Ich glaube nicht, dass ich den Tod kriege. Ja, dem in den Sieg schenken wäre natürlich ganz freudig von mir, aber... Naja, ich glaube, ich habe heute nicht meine freundliche Ader. Aber immerhin weiß ich jetzt, dass es hier in der Welt Sprengstoff gibt. Ja, der Turm, Wir schreiben es mal auf die Liste der langen Dinge, die ich später mache. Den Gift-Tempel, da komme ich nicht rein. Im Maxus-Tempel komme ich erst recht nicht rein. Obwohl... Ja, vielleicht komme ich in den Maxus-Tempel doch rein, wenn ich es irgendwie mal geschickt schaffen würde, nicht gleich alle auf einmal zu brüllen. Vielleicht geht's dann. Eigentlich muss ich da jetzt hin, weil es bei Lord Lycan kann ich jetzt recht nicht einrücken. Das funktioniert ja mal sowas schon gar nicht. Da sterbe ich ja immer. Ich kann jetzt maximal gucken, ob ich hier da unten die Typen noch tot kriege. Weil anscheinend stehen auf der anderen Seite von dem Tor, standen ja auch noch welche. Achso, mein Vieh. Kann ich das an die... ganz schön viele. Kann ich vielleicht mal wieder einzeln pullen? Nein, kann ich nicht. Schon erwähnt, dass es dumm ist, stehen zu bleiben, auch wenn die nur 7 Schaden machen, aber es sind halt einfach mehr. Noch nichts. Ja, ich versuch's mal wieder mit einem Nahkampf. Meine 26 Schaden kann sich eigentlich sehen lassen. Wirbelwind benutzen. Zack. Ja, der macht eh keinen Schaden. Nimm das! Noch mehr. Ich muss ein Heilmittel finden. Dieses Gift bringt mich... Ja, wo ist er denn? Ach so, direkt davon. Ah, da. Ich muss ein Heilmittel finden. Da hinten im Busch ist anscheinend noch einer. Ich könnte jetzt einen Trank vertragen. Oh Gott. Ja, dann trink einen. Ach, der steht hier irgendwo im Busch. Oh, ist das unfair. Ich sehe ihn nicht. Ich wurde vergiftet. Boah, ich muss aber den anderen hier umbringen. Das ist ja richtig mies. Oh, ich wurde vergiftet. So, jetzt. Ist das unfair? Okay, wenn ich jetzt sterbe, dann ärgere ich mich jetzt recht. Ich sehe den einfach nicht. Ich wurde nicht vergiftet. Wo ist er denn? Ich bin schwer. Noch nicht. Ich hoffe, das ist der Einzige. Warum habe ich den denn immer... Hä? Hallo? Schießt mir? Ach, da oben ist ja noch so ein hässlicher Typ. Ich fühle mich... Gut, jetzt erstmal Brotknusper. Nee, Salat. Sehr gesund für die Hüfte und macht noch nicht so fett. Gerade jetzt im Sommer ist das sehr bedeutend, wenn man nicht so dick ist. Ich gehe auch mal davon aus, dass sich das hier jetzt hier niemand angucken wird, wenn gerade Winter ist. Ja, wahrscheinlich doch. noch mehr Äpfel. Was? Ach, der war noch nicht durch. Ehrlich. Langsam muss ich echt wieder essen. Am besten, ich finde hier gleich einen Teleportpunkt. Das wäre mir sehr, würde mir sehr entgegenkommen, weil dann müsste ich nicht... Dann muss ich jetzt relativ weit laufen, um mich zurückzuporten in die Stadt und mal ein paar Tränke zu kaufen. Ich meine, ich habe jetzt wie viel Geld? 13.000. Das kann ich auch mal zur Hälfte in Pots umsetzen. Dann was soll der Geiz? Bevor ich hier andauernd und sterbe und kämpfen. Und gerade wenn ich jetzt den Maxus-Tempel besteigen möchte, dann sollte ich wahrscheinlich lieber einen Trank mehr haben als einen Trank zu wenig. Dass die Gegner auch alle nichts droppen, ist natürlich auch ein bisschen unglücklich. Ach, er wird mir sogar auf der Karte angezeigt. Wie komme ich denn da hoch? So schon mal nicht. Ja gut, dann lasse ich den Typen jetzt Typen sein und renne hier mal weiter. Vielleicht, darf ich ja nochmal eine Runde mit Bellegar reden. Oh, was ist denn da hinten? Goblins. Sehr schön. Aber ich rede doch noch mit Bellegar. Also sieht zumindest aus wie einer seiner Ruinen hier. Aber eigentlich habe ich ja schon alle drei durch. Hat er gesagt. Drei. Obwohl, vielleicht zählt die erste nicht. Ja, da ist er wieder. Der Schatz Hallo? Ist zum Greifen nah. Ich sehe euch schon lachen. Zu dumm nur, dass ihr bald landet in eines Trolls Rachen. Oh, Troll ist hart. Oh, das ist ja groß. Belligas Troll. Welches Level hat er? Alter, der Troll ist übrigens mal... Noch nicht. Der Troll ist doppelt so groß, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber fällt gerade ein. Mir, ich kann nicht. Ich kann mir gerade daran erinnern, wie ich den Dämon besiegt habe. Ich habe einfach einen Stein darauf gestellt. Das werde ich auch gleich machen. Noch also noch tankt er mein Vieh. Aber das wird es wahrscheinlich nicht mehr lange tun. Ich kann nicht. Ich denke, Mana-Trank trinken muss oder schaffen. Oh, es könnte knapp reichen. Ich kann. Ja, es reicht. Ja. Sogar mein Vieh hat überlebt. Oh. Oh.
Videosequenz.